Ein Hallo und willkommen zu dieser Folge. Und das war wohl eindeutig grün. In diesem Sinne, viel Spaß, geht los. Ha! Ja, die Leute haben es halt einfach immer eilig, aber ausgerechnet da, wo es mal drauf ankäme. Die A36 folgen. Alter Verwalter, ey. Ein absolutes Trauerspiel. Wenn die Leute auch nur 5% ihrer Ungeduld mit auf den Beschleunigungsstreifen nehmen, ja, dann gäbe es keine Probleme mehr. Aber Stichwort Ungeduld, kaum ist Stau. Das glaube ich ja jetzt nicht, ey. Macht man das natürlich so. Aber das sind halt keine Einzelfälle. Wobei das mit der Ungeduld am Ende jede Fahrzeugklasse gut kann. Da mutiert das Moped halt auch schon mal zum Fußgänger und das Auto zum Radfahrer. Und als Radfahrer dann überholt man natürlich ein linksabbiegendes Auto. Das hier ist auf jeden Fall mal alles andere als clever. Hier rechts von uns ist die Busspur. Und die Busse sehen einfach auch immer merkwürdiger aus. Der Transporter sieht nichts, der Skoda darf da nicht fahren. Das sind die Szenen, die schnell auch mal ins Auge gehen können. Alter, ey, sind denn meine hier bekloppt, fragt der Einsender? Ach, offensichtlich schon. Vielleicht hatte der Gott der Einkaufswagen mein unausgesprochenes Stoßgebet erhört und wirkte ein Wunder. Hatten wir heute eigentlich schon Beschleunigungsstreifen? Wofür bremst du? Oh Gott, er hat da wohl keine Lust drauf. Emergency Video. Rot ist eine schöne Farbe. 1, 2 und 3. Unglaublich. Wir sind jetzt alle drei über Rot gefahren. Hier fahren wir laut Dashcam ungefähr 220 km/h. Und die Geschwindigkeit mag das eine sein, aber wir sehen, das Auto ist beim Bremsen hier verdammt instabil geworden. Der Einsender sagte noch dazu, dass er gerade neue Reifen hatte, keine 50 Kilometer gefahren und diese Probleme später nie wieder gehabt hätte. Und viele kennen das vermutlich nur als Empfehlung, aber neue Reifen brauchen tatsächlich einige Kilometer, bis sie ihren maximalen Grip aufbauen können. Zum einen ist das Profil bei nagelneuen Reifen noch nicht angeraut und zum anderen werden Reifen in der Produktion tatsächlich in einer Art Form gebacken und damit man in der Produktion die Reifen gut wieder aus dieser Form rausbekommt, nutzt man dafür Trennmittel. Und die sind natürlich zum Teil auch noch auf den neuen Reifen drauf. Fahrt daher am besten immer die ersten 200 bis 500 Kilometer bei neuen Reifen ein bisschen ruhiger, insbesondere auch bei Nässe. Au! Junge! Hier haben wir eine halbwegs einsehbare Kurve, unsere Spur ist auf jeden Fall frei, der Einsender guckt mal kurz aufs Radio. Ja, guckst du zurück, ist die Überraschung erstmal groß. Aber mal ernsthaft, hier überholen, das meinen die Leute doch nicht ernst. Nichts sehen können, auf gut Glück einfach mal drauf los. Aber andererseits, egal wie gut die Sicht auch sein kann, die Leute sind halt gedanklich beim Autofahren überall, nur nicht beim Autofahren. Wie wir wissen, Mindestabstand innerorts gegenüber Radfahrern ist 1,5 Meter. Alter, bist du weg? Ja, und manche messen die 1,5 Meter halt nicht ab dem Außenspiegel, sondern ab dem Fahrersitz. Und jetzt gleich kommt kein Gegenverkehr, die 1,5 Meter könnte man völlig problemlos einhalten. Ja, man kann stattdessen alternativ auch einfach probieren, den Radfahrer abzudrängen. Völlig logisch. Alter, was ist dein Scheißproblem? Und der andere Radfahrer beschwert sich hier auch. Und ich sage es jetzt auch nochmal ganz klar dazu, ich bin definitiv kein Fan davon, für irgendwelche Diskussionsrunden jetzt hier die Straße zu blockieren. Aber ich würde sagen, wir hören uns das trotzdem mal an. Ja, deshalb zeige ich ja sogar extra an, das muss ich nicht mal. Alter, 1,5 Meter Mindestabstand. Meine Spur. Nee, das ist nicht deine Spur. Oh. Nee. Oh.
Das ist ein Schutzstreifen, das ist keine Spur. Das ist doch mein Spur. Nee, überhaupt nicht. Mach mal einen Führerschein, das wird unbedingt helfen. Mach nochmal so einen Scheiß, das ist mal ein richtiges Problem, ne? Man kann sich als Autofahrer jetzt natürlich drüber aufregen, aber inhaltlich ist es so, dass unser Einsender hier halt schlichtweg zu 1000% recht hat. Wobei man hier auch wieder die Behörden in die Kritik nehmen muss, das ist planerisch hier alles mal wieder eine komplette Katastrophe. Rechtlich ist es so, dass man als Radfahrer zum Beispiel so wie der Radfahrer vor uns fährt eigentlich gar nicht fahren darf. Bekommt man eine Autotür ins Gesicht, bekäme man mit ein bisschen Pech eine Teilschuld, weil man zu dicht am parkenden Auto hergefahren ist. Ist man als Radfahrer nett und fährt hier trotzdem auf dem Schutzstreifen, ist es eine perfekte Einladung für Autofahrer zu knapp zu überholen. Fährt man nicht drauf, was man übrigens auch nicht muss, weil man dann zu knapp an parkenden Autos herfahren würde, es gibt keine Nutzungspflicht. Und es ist für Autofahrer eine perfekte Einladung, stinksauer auf den dummen Radfahrer zu sein, weil der nicht auf seiner vermeintlichen Spur fährt. Aber der Schutzstreifen ist halt tatsächlich eben keine eigene Spur, sondern Bestandteil der Hauptfahrspur. Ich weiß, in den Kommentaren ist bei solchen Szenen immer gerne Hass zwischen Radfahrern und Autofahrern, aber das hilft ja niemandem von uns weiter. Der eigentliche Fehler von dem Kram hier liegt bei den Leuten, die sowas planen. Wenn man in der Stadt der Meinung ist, man möchte modernes Verkehrskonzept haben, dann wird man nicht drum zukommen, baulich auch was zu verändern und zum Beispiel die Parkstreifen ein bisschen weiter nach rechts zu verlegen. Aber das, was wir hier sehen, das sind halt Alibi-Maßnahmen. Da kann man sich in der Politik dann schön auf die Schulter klopfen und sagen, man hätte was gemacht. Ja, und das Endresultat sind unzufriedene Autofahrer und Radfahrer, keine Gewinner, ausschließlich Verlierer. Und vor allem tut diese Inkompetenz hier halt auch wirklich weh. Das hier ist jetzt ein Schutzstreifen, der ist von den Maßen schon kritisch, aber rechtlich gerade so noch okay, und ab hier soll es dann plötzlich nutzungspflichtiger Radweg sein. Damit er nutzungspflichtig ist, muss der aber einen halben Meter von längs parkenden Autos entfernt sein, damit man eben nicht von der Autotür umgeklatscht wird, wenn mal einer aufgeht. Und das ist hier garantiert nicht der Fall. Und er müsste auch 1,85 Meter breit sein. Ja, das Auto vor uns würde dann aber fast komplett da reinpassen. Ja, und das passt garantiert mal nicht. Aber Hauptsache in der Statistik tauchen wieder ein paar Meter mehr Radweg auf, damit die Politik sich wieder auf die Schultern klopfen kann. Von den Maßen ist das halt hier so krass daneben, das wäre fast so, als würde man auf dem Feldweg Autobahnschilder aufstellen. Also ich will ja jetzt nichts sagen, aber Ladungssicherung ist einfach wichtig, und wenn das Auto vielleicht auch für die Ladung gar nicht geeignet ist, müsste man sich ein anderes Auto organisieren. Unser Einsender ist hier aber trotzdem nett und hilft natürlich erstmal. Und seine Frau Haley hat mal gesagt, ich hab's jetzt auch gelernt, aber die... Ja, und kaum ist alles wieder reingeschoben, wird logischerweise ungesichert weitergefahren. Ja, so lange, bis der Kram das nächste Mal rausfällt. Hier fahren wir 90 km/h. Ja, und jetzt nur noch 61. Hier fahren wir jetzt über 110 km/h. Ja, ich kann nicht rüberziehen. Ja, klar. Und jetzt nur noch 65. Also beschleunigen auf dem Beschleunigungsstreifen, das wäre ja auch wirklich zu viel verlangt. Denn wie wir wissen, beschleunigt wird immer nur dann, wenn es dem eigenen Vorteil dient. Hier kommt ein BMW auf der Rechtsabbiegerspur und kaum wird die Ampel gleich grün. Ja. Hier fahren wir jetzt in der Ortschaft auf einer abknickenden Vorfahrtsstraße und da vorne, ja, da steht ein Bus. Und die brauchen zum Abbiegen schon mal deutlich mehr Platz als ein PKW. Sehr schön, dass unser Einsender das hier erkennt und auch mitdenkt. Schaut in dieser Szene mal auf die linke Seite. Alles okay? Da unsere Einsender hier gleich weiterfahren, wird dem wohl so sein. Hier versetzen wir uns mal in den Einsender rein. Er fährt jetzt auf die Kreuzung zu und der Linksabbiegerpfeil da vorne, ja, der leuchtet grün. Das ist natürlich schon echt ein Klopper hier gewesen. Der Pfeil auf der anderen Seite der Kreuzung war natürlich für alle PKW gedacht, die sich noch in der Kreuzung befanden, aber natürlich nicht für die, die auf die Kreuzung zufahren. Unser Einsender versteht es hier selbst nicht, aber er sagt, er hätte halt nur auf diesen Pfeil geachtet und alle drei roten Ampeln komplett übersehen. Es ist natürlich klar, das hier darf natürlich auf keinen Fall passieren. Ich denke aber, er wird daraus gelernt haben und diesen Fehler sicherlich kein zweites Mal begehen. Wenn ihr euch jetzt noch eine weitere Dashcam-Folge aussuchen möchtet, dabei aber so lange fürs Beschleunigen braucht wie der Prius da vorne, ich glaube, dann seid ihr morgen noch damit beschäftigt. Aber rechts, da wäre die Folge für euch jetzt eingeblendet.
Klickt einfach drauf, dann seid ihr da. In diesem Sinne danke ich euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.